Seid ihr herzlich willkommen. 17. November 2023. Worauf sollen wir achten auf diesem Tag? Ich gebe astrologische Prognose allerdings nicht jeden Tag. Das soll auch kein Tageshoroskop sein. Nur dann mache ich eine Aufnahme, wenn etwas Besonderes da ist und ich das wichtig finde, das zu vermitteln. In diesem 17. November hat sich was verändert und diese Veränderung wird spürbar sein, nach indischen Berechnung. Und das ist eine präzise Berechnung. Sonne ist in Skorpion eingetreten. Da läutet die Thematik, was die Tierkreiszeichen Skorpion vermittelt. Beginnt ein neues Monatsthema, weil Sonne bleibt einen Monat lang in Skorpion. Hier handelt es sich um Gefühle. Skorpion gehört zum Wasserelement und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Aber hier kennen wir auch die negativen Gefühle, auch die Angst oder Zweifel. Wir befinden wir in einer Art Transformation, dass wir im Vertrauen bleiben, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Mars wirkt zusammen mit der Sonne. Das trifft die Männer, weil sie spüren ihre Emotionen sehr intensiv. Aber Mars kann auch ein Impuls sein. Und wir neigen dazu, gerade impulsiv reagieren. Wir brauchen aber die inneren Gleichgewicht oder Harmonie. Dabei hilft eine schöne Verbindung zwischen Merkur und Venus. Venus zeigt uns Frauen, aber beschreibt auch Thematik Liebe, Partnerschaft. Venus befindet sich nach indischen Berechnung in Jungfrau und das bringt Heilung. Oder wir Frauen haben dieses Bedürfnis, etwas in Ordnung zu bringen. Dazu ist eine Verbindung zu Merkur und diese Merkur-Energie wirkt sehr positiv auf Venus. Jetzt haben wir die Möglichkeit, über Gefühle zu sprechen. Das hat einen Vorteil, zeigt auch vernünftigen Handlungen, besonders was uns Frauen betrifft. Immerhin Venus-Merkur-Sextil spielt hier eine große Rolle. Und weil die Männer so impulsiv sind und stolpern auch mit ihren negativen Gefühlen wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl oder Eifersucht, können wir Frauen Ruhe reinbringen, eine Bestätigung geben oder entgegenkommen oder sprechen über Liebe, Partnerschaft, über Gefühle. Das hat gerade eine beruhigende Wirkung. Besonders auf die Männer wirkt es beruhigend. Und das war die wichtigste Botschaft, die Essenz des Tages. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.